Hi Leute, ja, es ist Donnerstag und donnerstags ist ja bekanntlich ein Buchtag und das machen wir auch weiter so, auch wenn jetzt wieder die Horror- und Cthulhu-Woche gerade ist. Aber genau deshalb habe ich mir ausgedacht oder habe mir gedacht dabei, heute präsentiere ich euch mal wieder eine Comic-Session. Aber auch direkt in dem Style Horror und Cthulhu und wir haben hier einen Band vom Panini Verlag und zwar Die Flüsse von London, Autobahn. Genau, nicht Autobahn, sondern Autobahn. Und daraus möchte ich so ein paar Sachen euch zeigen. Aber worum geht es eigentlich in dem Comic? Ja, ganz einfach, es geht darum, wie es schon hier zu sehen ist. Es geht um ein Auto oder auch mehrere Autos, die ja vielleicht ein bisschen wahnsinnig sind oder ein bisschen horrormäßig angehaucht wie Carrie. Das Buch hat schon, ja, also ich finde das Cover schon alleine sehr, sehr cool. Es geht eigentlich darum, dass es ein Auto gibt und das wurde verkauft an einen Schrotthändler mehr oder weniger und der sollte das Auto vernichten und zerstören, denn diese Frau, die mit dem Auto gefahren ist, die hat sich einfach total verändert und der macht es aber nicht. Der nimmt Ersatzteile und baut die in verschiedene Autos ein und dadurch werden diese Autos auch zu Horrorautos. Was auch immer damit passiert, also bei dem einen guckt man durch die Scheibe und fühlt sich dann ins Jahre 1929 versetzt oder das andere, wenn man durchguckt, brennt. Auf jeden Fall sind die Autos selbstständig und fangen an loszufahren und andere Menschen zu töten und auch die Insassen zu töten. Und das hat aber alles auch mit einem, ja, mit einem Hintergrund von damals zu tun. Und damit beginnt im Grunde die Geschichte, dass, ja, dieser nette Herr, ein Ermittler, der von der Polizei ist, aber eine spezielle Einheit ist, und zwar so Magie und Zauberei. Und der begibt sich nun auf die, oder wird angerufen, nein, eigentlich wird er nicht angerufen, sondern er bekommt halt einen Tipp, dass dort irgendwie mehr im Argen ist, als man eigentlich denkt, oder als die normale Polizei denkt. Und deswegen geht er dahin. Und dieser nette Herr hier ist sein Chef. Ja, und die treffen sich dann irgendwann, und dann geht's halt richtig los. Also mit den Ermittlungen und so weiter. Es ist ein bisschen Detektivarbeit. Es ist auch gar nicht so horrormäßig, wie man das hier auf dem Cover sieht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so blutig. Und im letzten Teil sieht man auch noch kleine Stories, einzelne Seiten von dem Hund, von der, ja, von der Magd, von der, also von einzelnen Personen. Und die sind mal recht lustig gemacht. Also der Großteil davon ist wirklich die Storyline und die ist echt ganz cool und da zeige ich euch jetzt, wie es aussieht. Ja, hier nun die Flüsse von London, Autobahn, das zeige ich euch jetzt so drin, ist es halt wirklich schön gemacht. Es ist eine klare Linie, tolle kräftige Farben, die hier auftauchen und man sieht schon ja, den Ermittler im Grunde, der hier sich ankleidet. Viele Kommentare und viele, ja, wie soll ich sagen, also es ist halt viel, es ist ein kommunikatives Comic, genau, das ist der richtige Begriff, also es wird viel gesprochen, es ist, auch wenn hier ein paar Seiten einfach mal still sind, auch die Butlerin scheint wirklich nicht viele Worte zu verlieren, aber dennoch ist es wirklich ein Ermittlungsheft oder ein Ermittlungscomic. Hier um so ein Auto geht es dann im Grunde. Viele verworrene Sachen finden hier manchmal statt, weil etwas in die Vergangenheit rutscht, aber es nicht markiert wird. Das ist halt so ein bisschen schade, muss ich sagen. Also hier sieht man zum Beispiel aus der Vergangenheit, aus der Kriegszeit und dann geht es halt weiter und man sieht einfach keinen Bruch, also keinen Schnitt, kein nichts, sondern man muss sich das denken, ist dann manchmal vielleicht etwas verwirrt, aber dennoch ein wirklich sehr cooles Comic, kann ich nur sagen. Ich blätter noch einmal hier zwei Seiten durch, dass ihr so ein bisschen so das Gefühl für die Farben und die Form bekommt. Und dann wisst ihr auch schon, ob euch das gefallen könnte oder nicht, denke ich. Ja, das war die Flüsse von London. So, ja,
Jetzt haben wir das nächste Comic und das ist gleichzeitig eine Dreierfolge. Und zwar geht es hier wirklich um Horror und Cthulhu. Also direkt Cthulhu ist das hier, denn es sind Geschichten aus dem H.P. Lovecraft-Universum. Und hier haben wir zum Beispiel auf den Spuren von H.P. Lovecraft die Schokolade des Herrn Boost und der Fluch des Zulu. Das ist Band 1 aus dem Verlag Thorsten Loh. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir beide Geschichten richtig gut. Sie sind auch wirklich, wirklich hübsch gemalt. Also es ist jetzt nichts, keine Farbe drin und auch nicht High-End, aber es passt zu dem Setting. Beide Geschichten haben halt wirklich auch was mir wirklich gut gefällt. Also die Schokolade des Herrn Boost war einer meiner Lieblingsgeschichten, muss ich sagen, weil es war der erste Band. Ich habe es aufgeschlagen und dachte mir, wo geht denn die Reise hin? Schokolade? Aber sie ist so abgefahren und so widerlich, dass sie mir echt gefällt. Ich zeige euch aber gleich, wie das Gesamtwerk dann aussieht. Ich möchte auch gar nicht so viel spoilern, weil die Geschichten sind relativ kurz und wenn man zu viel erzählt, dann braucht man das eigentlich gar nicht lesen. Aber glaubt mir, der Band ist wirklich richtig gut. Also der gefällt mir echt außerordentlich gut. Das zweite kann man schon, ja, der Fluch des Zulu kann man schon sich vorstellen. Es ist halt aus der Zeit, wo man in Afrika unterwegs war und was die dort gemacht haben, um ein Artefakt zu bekommen, ist sehr heftig, passend und ja, dann kommt der Fluch eigentlich überein. Also sehr, sehr schöner Roman oder beziehungsweise sehr schöner Comic, der mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Nummer 2, Band 2 im Knusperhäuschen und die perfekte Musik, muss ich sagen, waren jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Liegt aber auch daran, dass das Artwork an sich nicht ganz meins war. Gerade die erste Geschichte, die perfekte Musik, gefällt mir nicht. Also das sieht halt so wirklich aus, ich werde es euch auch gleich zeigen, sieht halt so ein bisschen so aus, als hätte ich, ja, also ungelogen, als hätte ich mal eine Stunde Zeit und hätte mich hingesetzt, das zu malen. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Geschichte an sich ist echt gut, aber die Zeichnungen sind halt wirklich für mich nicht schön genug. Ganz grob ausgedrückt. Ja. Das dritte im Bunde ist Köderwurm und Mr. Ashworths Vermächtnis. Das ist Band 3 dieser Trilogie. Ja, und also es gibt noch welche, noch andere Bände, die habe ich aber nicht. Ich habe jetzt diese drei erstmal gehabt. Und da ist es halt das Problem, dass die Geschichte wirklich krass ist, also wirklich gut ist. Aber die Zeichnungen sind gepunktet. Soll heißen, dass man halt wirklich diese Schraffur, diese Schatten, die hat man wirklich mit Punkttechnik gearbeitet. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, wenn man sich das anschaut. Und wenn man das liest, ist Geschmackssache, sage ich ganz ehrlich. Der eine wird sagen, oh, es gefällt mir richtig gut. Und der andere wird sagen, oh mein Gott, was ist das denn? Dass da Arbeit drin steckt, dahinter steckt, das ist mal außer Frage. Die Geschichte an sich oder die Geschichten finde ich wirklich sehr cool. Also, das ist wieder was, was typisch, ja, Cthulhu ist. Köderwurm. Und Mr. Ashworths Vermächtnis. Sehr gut. Ja, ich zeige euch jetzt diese drei Bände. Da könnt ihr mal reingucken und euch mal anschauen, was so, ja, wie es gemalt ist und ob euch das gefällt. Hier nun auf den Spuren von H.P. Lovecraft und die Schokolade des Herrn Boost, der Fluch des Zulu Band 1. Und hier sieht man schon, wenn man reinguckt, ja, das ist nicht ganz neu vielleicht, aber hier hat sich der Zeichner auf jeden Fall eine Menge Mühe gegeben, Atmosphäre reinzubringen, wie ich finde. Also auch hier diese Charaktere, die wirklich sehr gut gemalt sind. Und obendrauf kommt halt auch dieser dunkle Ton halt. Also der macht eine Bedrückung, find ich persönlich. Ja, er ist bedrückend, er ist sehr aussagekräftig, auch wenn die Zeichnungen halt hier etwas nicht klar genug sind. Muss aber auch gar nicht. Die Geschichte an sich bringt hier echt voll viel mit. Ja, das zu der Schokolade. Ich will auch gar nicht zu viel spoilern.
Hier haben wir nun, wie heißt das, Der Fluch der Zulu. Genau. Und hier sieht man, ist so ein ähnlicher Stil halt auch gewählt. Ich denke, das sieht man, es ist ein Ticken klarer, liegt aber auch an der Geschichte. Es ist halt wirklich ein bisschen was anderes. Und dennoch finde ich es sehr gut getroffen. Also muss ich sagen, ich finde es wirklich gut. Kann man wunderbar lesen und macht auch Spaß. Kommen wir zu Band 2 und zwar auch im Knusperhäuschen und die perfekte Musik. Und das, was ich schon angedeutet habe, die perfekte Musik ist leider nicht mein Geschmack. Liegt einfach daran, das ist halt wirklich nicht, also hier sieht man das auch noch viel deutlicher. Es ist wirklich sehr, ja, es ist wie ein Heft, was ich gemalt hätte, wo ich wirklich nicht viel Zeit habe, wo ich schnell mal etwas hingemalt habe. Dafür finde ich, ist die Musik, also die Geschichte mit der Musik jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Für meine Verhältnisse, dass es das hier irgendwie ja überbieten würde. Also nicht falsch verstehen, es ist halt Geschmackssache natürlich, aber für mich, für meine Verhältnisse, finde ich, ist es halt keine gute Umsetzung. Dann haben wir die letzte, ist schon etwas besser gemalt, finde ich. Das macht auch mehr Spaß, es zu lesen. Die Geschichte an sich finde ich auch sehr gut und hier solche Bilder finde ich echt schön. Also das macht wirklich Spaß, die sich anzuschauen und das sollte ja ein Comic auch mitbringen. Also hier ist die Geschichte schon ganz gut und der Malstil halt auch. Hier nun der Köderwurm und Mr. Asher's Vermächtnis, Band 3 in der Reihe. Und hier sieht man das, was ich gesagt habe, diese Punkttechnik. Ja, natürlich kann man halt sagen, dass mir das gefällt, aber in dieser Art und Weise finde ich es auch gut, aber wenn ich mir die Charaktere angucke, die Gesichter, dann finde ich es nicht mehr ganz so passend. Also gerade wenn es hier so, also ist nicht mein Stil. Ja, es gibt mit Sicherheit genug Leute, denen es gefällt, das finde ich auch super. Meiner ist er halt einfach nicht. Und hier hinten ist auch die Geschichte wirklich richtig, richtig cool, die gefällt mir auch richtig gut. Und auch das Ende ist halt sehr heftig. Ja. Ja, das war's. Also, das ist so ein kleiner Ausschnitt, habe ich extra auch übrig gelassen für die Horror- und Cthulhu-Woche, weil es halt da richtig schön reinpasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr einen Daumen hoch. Schreibt was unter die Kommentare, ob ihr vielleicht davon sogar eins habt oder ob euch das gefallen hat, würde mich auch interessieren. Wir haben jetzt nicht explizit diese Comics halt nochmal geordert, sondern hatten die schon im Bestand und wollten euch die mal ordentlich zeigen, sodass ihr einen Einblick davon habt. Ja, das war Donnerstag. Morgen, sage ich noch nicht, kommt auch was Besonderes auf jeden Fall, auch Horror und Cthulhu. Und dann neigt sich langsam die Woche dem Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne restliche Woche bis zum Wochenende und wir sehen uns dann morgen. Macht's gut, euer Tigurian.